Manchmal siehst du einen Typen und du denkst dir so, wow, was ein geiler Bart. No homo. Aber tatsächlich, es gibt manche Typen, da sieht der Bart wirklich richtig gut aus. Und dann stellt man sich die Frage, warum ist das so? Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einem von einem Amateur zu einem Profi werden lassen. Und gerade für uns Bartträger sind diese kleinen Regeln enorm wichtig, damit wir unser Bartlevel auf das nächste Level heben können. Wenn wir diese kleinen Regeln nämlich nicht beachten, dann kann es unter Umständen sein, dass wir entweder aussehen wie ein Neandertaler oder dass tatsächlich unser Bart, ja, der eigentlich unserem Gesicht schmeicheln sollte, uns sogar schlechter aussehen lässt, als wir eigentlich aussehen. Erster Tipp ist die Wangenkontur. Um deinen Kiefer mit deinem Bart so gut es geht zu betonen, musst du erstmal die Wangenkontur ganz klar definieren. Und dazu stellst du dir am besten eine imaginäre Linie vor, die von deinem Ohr abgeht und runtergeht bis zu deinem Mund, also bis zur Ecke deines Mundes. Und alles, was über dieser imaginären Linie liegt, das wird wegrasiert, sodass du eine richtig schöne, klare Kontur bekommst. Wenn du dann eine richtig schöne Wangenkontur definiert hast, dann schmeichelt das auch deinem Gesicht und dann gibt das den Eindruck, dass dein Kiefer einfach ein bisschen länger aussieht. Kommen wir zum zweiten Tipp und zwar zur Halskontur. Ich sehe immer wieder Männer, die das falsch machen. Ich weiß gar nicht warum, das ist gar nicht so schwer. Leute, bei der Halskontur ist es enorm wichtig, dass ihr nicht einfach den Bart stehen lässt. Ja, also viele Männer lassen einfach den Bart am Hals stehen und dann sieht das ganz schnell sehr ungepflegt aus und dann sind überall Barthaare auch da, wo eigentlich keine sein sollten. Oder es gibt andere Männer, die einfach den Bart viel zu kurz abrasieren und einfach eine richtig klare, enge Linie ziehen und zwar bis zum Kinn. Das ist auch relativ unvorteilhaft, gerade wenn du zum Beispiel etwas mehr auf den Rippen hast, ja, und dann halt deinen Bart relativ kurz rasierst, also bis zur Kieferknochen rasierst, dann kann es unter Umständen sein, dass einfach Haut, ja, also vielleicht auch sogar Speck rausschaut, ja, und das sieht einfach nicht gut aus und hat das manchmal sogar den Eindruck, dass du ein Doppelkinn hast und das wollen wir natürlich nicht. Also nimm einfach einen Finger, geh gerade zurück mit dem Finger an den Hals ran und dann alles, was unter deinem Finger liegt, das säuberst du einfach und rasierst es weg bzw. stutzt es einfach runter, dann sieht das Ganze schon viel, viel ordentlicher aus als vorher. Tipp Nummer 3, nutze einen Bartroller. Kein Mann dieser Welt hat einen so perfekten und gleichmäßigen Bart, dass er nirgendwo eine kleine Lücke hat. Ja, das geht nicht. Auch ich nicht. Ich habe hier und da auch die ein oder andere kleine Lücke in meinem Bart und um diese Lücken halt zu schließen, nutze ich einen Bartroller. Ich rolle dann mit dem Bartroller über meinen Bart drüber, respektive über die Lücken meines Bartes, mit einem gleichbleibenden Druck einfach drüber rollen, links, rechts, geradeaus, diagonal. Und wenn ich halt mit dem Bartroller über meinen Bart drüber rolle, dann entstehen so kleine, aber feine Mikroverletzungen. Und die sind für die Kollagenproduktion verantwortlich. Und die Kollagenproduktion regt dann wieder das Bartwachstum an. Also einfach mit dem Bartroller über deinen Bart drüber rollen, damit dein Bartwachstum schön gefördert wird und du einen richtig schönen, vollen, stabilen Bart bekommst. Um die Lippe perfekt zu rasieren, solltet ihr das machen, was die meisten Menschen oftmals zu wenig machen, und zwar einfach ein wenig grinsen. Ja, einfach ein Grinsegesicht machen. Wenn ihr nämlich dieses Grinsegesicht macht, dann könnt ihr viel besser die überstehenden Haare an den Lippen erkennen und viel feiner und präziser die überstehenden Haare wegrasieren. Wenn du eine Kurzhaarfrisur hast und Bartträger bist, dann sind die nächsten zwei Tipps enorm wichtig für dich. Denn zum einen siehst du so wesentlich gepflegter aus und zum anderen kannst du so die Friseurbesuche bzw. die Barbershop-Besuche einfach ein bisschen nach hinten verzögern. Nimm einfach einen Handspiegel in die Hand und deinen Rasierer und dann versuchst du, die Konturen an den Koteletten und an den Ohren richtig schön fein zu säubern. Wenn du das nämlich machst, dann kannst du locker den Friseurbesuch 10 Tage nach hinten verschieben. Und ein Pro-Tipp an dieser Stelle noch, einige Friseure bieten es sogar an, so war es zum Beispiel bei mir in Stuttgart, dass du einfach kostenlos vorbeigehen kannst und einfach deine Konturen dort nachrasieren lassen kannst. Also einfach mal deinen Friseur fragen, ob er das auch anbietet, weil dann kannst du einfach mal nach 10 Tagen oder so einfach mal wieder kurz reinschneiden im Friseur, deine Konturen machen lassen und dann sieht das wieder picobello aus. Das gleiche gilt natürlich auch für den Nacken. Ich weiß, das ist nicht ganz so einfach, wenn du so einen Handspiegel in der Hand hast und gleichzeitig noch in der anderen Hand den Rasierer und dann versuchst, deinen Nacken zu rasieren, das ist tatsächlich nicht so einfach. Aber wenn dein Friseur das zum Beispiel jetzt nicht anbietet, ja, und dir das zu risky ist, dass du es zum Beispiel selber machst, was in meinem Fall auch tatsächlich der Fall ist, gerade bei meinen langen Haaren, dann frag einfach einen Freund, eine Freundin, deine Mama oder sonst wen, dass der dir einfach kurz den Nacken ausrasiert, denn dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und das ist echt ein großes Ding, dauert vielleicht 2-3 Minuten und fertig ist das Ganze.
So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video einfach ein bisschen weiterhelfen, damit ihr euer Bartlevel einfach auf das nächste Level heben könnt. Weitere Videos zum Thema Bart und Rasieren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Rasieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.